Hey, ich habe keine Zeit zum Trödeln. Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Zack McCracken. Ja, Between Time and Space. Und wir sind im Flugzeug und wollen eigentlich nur eine Tasse Kaffee. Ja, was haben wir bisher geschafft? Wir haben eine Schlaftablette bekommen, die wir zerdrückt haben. Und wir haben hier eine Decke, die schwach leuchtet. Und wenn sie schwach leuchtet, kann sie sicherlich auch stark leuchten. Und eine Unterhose. Und ein Nachttopf. Ja, was können wir hier noch tun? Wir haben hier mit den ganzen Leuten gesprochen, alles aufgemacht. Ich schau mal kurz, was wir vielleicht vergessen haben könnten. Tür. Die Flugzeugtür. Kann man sie benutzen? Öffnen? Zum Glück kann man in diesem Adventure nicht sterben. Man kann nicht sterben? man kann doch sterben. Von einem anderen Stern, hochmütiger Reporter gewinnt Freiflug. Mexiko. Ein tragischer Unfall ereignete sich letzte Nacht auf dem Flug. Divine Wind Tours 815 von San Francisco nach Mexiko. Der amerikanische Boulevard-Reporter und selbsternannte Weltenretter Zack McCracken versuchte aus bisher noch ungeklärten Gründen während des Fluges die Flugzeugtür zu öffnen und wurde dabei aus dem sich in der Luft befindlichen Flugzeug gezogen. Der Pilot musste den Flug abbrechen und auf einem Flugzeugträger der US Marines notlanden. Berichten einer Stewardess zufolge soll der Passagier Zack McCracken bereits während des Fluges durch merkwürdiges Verhalten aufgefallen sein. Wie sich außerdem herausstellte, war dies nicht der erste Akt von Vandalismus und Terrorismus des abenteuerlustigen Reporters. Schon 1997 wurde er wegen Beschädigung des Bordinventars verklagt. Damals hatte er sowohl das WC überflutet, als auch ein Ei in der Mikrowelle des Bordpersonals explodieren lassen, mehrere Sitzkissen von den Plätzen entfernt und während des Fluges sämtliche Gepäckfächer geöffnet. Ein gefährliches Unterfangen, welches ihn damals 3 Millionen kostete. Und ihm ein Flugverbot einbrachte. Erst nach der Übernahme der American Airlines durch die damals für ihre Flüge zum Bermuda-Dreieck bekannte Fluggesellschaft Divine Wind Tours wurde dieses Verbot wieder aufgehoben. Ja, war die Marslandung nur ein Schwindel? Cool. Na gut, das könnt ihr selbst lesen. Aufgeben? Nochmal! Okay, also wir werden jetzt nicht mehr die Tür öffnen. Können wir ein Fenster öffnen? Theoretisch ja. Kann man mit der Tür noch etwas machen? Nehmen, benutzen. Ah, wir benutzen jetzt mal nichts. Fenster öffnen. Oder schließen. Na gut, schließen wir mal alle Fenster. Lassen Sie bitte das Fenster auf. Ich genieße diese Aussicht. Wie Sie wünschen, meine Dame. Okay. Ja, ich verstehe. Hat er nicht irgendwann mal was gesagt von, es müsste dunkel sein? Und Decke schwach leuchtend. Okay. Okay, das wird also ein Knackpunkt sein. Wir müssen irgendwie dieses Fenster hier wahrscheinlich schließen. Und die Dame verhindert uns daran. Aber vielleicht können wir irgendwas mit dem Schlafpulver anstellen. Vielleicht hier den Kaffeebecher? Das ist definitiv nicht möglich. Nein. Oder hier, Sushi? Tja, was soll man dazu sagen? Ah, was soll man dazu sagen? Ja, blöde Idee. Tut mir leid, Zack. Decke leuchtend. Das ist definitiv nicht möglich. Kann ich vielleicht die Decke benutzen? Ich habe die Decke mit dem leuchtenden Material eingerieben. Allerdings ist die Leuchtkraft etwas zurückgegangen. Eventuell könnte ich mich mit dem Laken verkleiden. Allerdings ist diese Verkleidung noch nicht spektakulär genug. Spektakulär genug. Okay. Also irgendwas muss ich hier noch machen. Und irgendwas muss ich mit der Decke noch machen. Und mit der Unterhose. Und mit der Schlaftablette. Was haben wir denn hier? Klack, klack. So, also Spiegel, Wasserhahn,
Lampe. Lampe haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Das obligatorische Lämpchen, das man auf jedem Flugzeugklo vorfindet. Okay. Spiegel, nimm Spiegel. Den werde ich nicht mit mir herumschleppen. Okay. Öffne Spiegel. Das ist weder ein Tresor noch ein Medizinschränkchen. Ja, hab ich mir fast gedacht. Rede mit Lampe. Licht an, Licht aus. Was soll sonst passieren? Gut, dann mach Licht an. Klack. So, jetzt haben wir zumindest Licht. So, nun? Das obligatorische Lämpchen, das man auf jedem Flugzeugklo vorfindet. So, Spiegel. Hey, Moment! Hier liegt noch etwas Cooles. Was war das jetzt? Geh zur Rotzfahne. Eine Rotzfahne? Ich habe sie im Müll gefunden. Hört sich ziemlich armselig an, ich weiß. Okay. Ah, Moment mal. Die Unterhose und eine Rotzfahne. Gibt's noch was im Müll? Geil! Nach so etwas suche ich schon mein ganzes Leben. Okay. Vomitbag. Eine Kotztüte. Wie kann es sein, dass ich eine volle Kotztüte bei mir habe? Es ist ja nicht mal meine eigene. Oh mein Gott, find mir noch was. Hey, das wird ja immer besser. Her damit. Ich lass mich überraschen. Nein! Igitt! Stinkender Haufen. Nein. Nein. Ganz unten im Eimer liegt noch was. Okay. Hm. Sieht aus wie ein Pömpel. Ein Pömpel. Scheint mir auf den ersten Blick interessanter als der ganze andere Kram, den ich hier herausgefischt habe. Komm zu Papa. So, und der ganze andere Mist wandert wieder zurück. Oh, ein Glück. Rumpel. Okay, das heißt, die ganzen Sachen sollten nur ablenken. Und man muss dann einfach nur mehrmals im Mülleimer rumsuchen. Ein Glück. Okay, Pömpel. Ja, Pömpel. Pömpel passt zu Klo, würde ich mal sagen. Ne? Die Stewardess beklagte sich über ständige Verstopfung. Ich denke, es wird Zeit, dass ich mich der Sache mal annehme. Also los. Okay. Tu dein Bestes, Zack. Oh, Da sieht man mal, was man mit Willenskraft und Kreativität alles erreichen kann. Genau, Willenskraft und Kreativität. Ab und zu ist dieses Spiel richtig beschissen. Na, wenigstens ist da was zum Vorschein gekommen. Aber das fassen wir jetzt nicht an, oder? Geh zu Dose. Fäkalien. Was habe ich hier angestellt? Zack, was hast du angestellt? Na gut, nicht unser Problem. Darum muss sich die Stewardess kümmern. Die Dose nehmen? Ich trau mich nicht. Hey, die liegen in einer dreckigen Toilettenschüssel. Korrigiere, in einer saudreckigen Toilettenschüssel. Naja, vielleicht kann ich sie ja irgendwie sauber machen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Das war's. Sieht aus wie neu. Sieht aus wie neu, was denn? Nüsschen. Leckere Erdnüsschen. Leckere Erdnüsschen aus der Toilette. Moment, Erdnüsschen. Ein hochwirksames Schlafmittel. Am liebsten würde ich es... So, klappt das? Man nehme ein starkes Schlafmittel und versetze es mit schmackhaften, gerösteten Erdnüssen. Sehr schön. Sehr schön, genau. Nüsschen mit Schlafmittel. Meine liebe Dame, darf ich Ihnen ein paar Nüsschen anbieten? Mein lieber Junge, das ist aber lieb von Ihnen. Ja, so lieb gerne. Sind wir. Ich liebe Erdnüsse. Oh, lassen Sie sich schmecken. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Dumm-di-dumm-di-dumm. Lalalalalala. Etwas später.
Wie kommt es, dass ich plötzlich so müde bin? Oh, das ist die Höhenluft. Naja, ein kleines Nickerchen ist nie verkehrt. Na bitte, sie schläft wie ein Baby. Okay, das hätten wir. Dann können wir das Fenster zumachen, ne? So, jetzt müsste doch eigentlich diese Decke... Ja gut, sie ist immer noch schwach leuchtend, aber jetzt müsste sie... viel... Jetzt müsste sie doch eigentlich viel besser zur Geltung kommen, das wollte ich. Ich habe die Decke mit dem leuchtenden Material eingerieben. Allerdings ist die Leuchtkraft etwas zurückgegangen. Eventuell könnte ich mich mit dem Laken verkleiden. Oh. Allerdings ist diese Verkleidung noch nicht spektakulär genug. Okay. Das hilft mir nicht weiter. Ja, okay, wir versuchen mal alles hier. Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Schade, das funktioniert nicht. Das werde ich schön bleiben lassen. Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Nein, das geht so nicht. Lieber nicht. Haken. Das werde ich schön bleiben lassen. Das hilft mir nicht weiter. Nein, das... Das leider... Ich hab... Das sollte ich... Tja, das... Das sollte ich... Okay, also so geht's nicht. Wir müssen irgendwas anderes damit machen. Schwach leuchtend. Ich habe ja so eine Idee gerade. Man kann doch so Phosphorgeschichten mit Licht verstärken, ne? Ob das klappt? Lampe? Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich mit diesem Licht die Leuchtkraft etwas steigern. Na? Im Dunkeln könnte das beängstigend aussehen. Na? Yep, das hat geklappt. Sehr schön, okay. Jetzt haben wir stark leuchtend. Und die Toilette. Oh mein Gott. Das ist Sex, Rache. Dafür, dass er keinen Kaffee gekriegt hat. So, benutze das doch mal. Etwas später. Ich glaube, die Show kann beginnen. Hier hinter dem Vorhang sieht sie mich nicht. Let's start Fräulein, the show. Fräulein, kommen show. Sie bitte mal her zu mir. Fräulein. Buh. Ha! Tja, das, das hat sie umgehauen. Hast du verdient. Ah, leckerer, heißer, schwarzer Kaffee. Auf dem Klo erwartet dich noch eine kleine Überraschung. Viel Spaß damit. Alter Ärger, nur wegen einer Tasse Kaffee. Also, war es das wert? Könnte man jetzt diese Stewardess fragen. War es das wert? Da hätte man mir doch echt einen Kaffee ausgeben können. So, Zack. Also, wir sind in Mexiko. Viva la. Viva la Mexiko. Zeitungskasten, Ticketautomat, Sitzgruppe, Pflanze, Anzeigetafel, Wandmalerei, Stein, Telefon. Ja, was machen wir denn hier in Mexiko? Räuspern, genau. Erstmal räuspern. Untersuchen wir das Ganze mal. Wir lesen erstmal Zeitung. Ein Außenposten der Konkurrenz. Okay, keine Schlagzeilen oder irgendwas? Können wir was mitnehmen? Das funktioniert nur mit Münzgeld. Oh, und wir haben kein Münzgeld. Ich habe wirklich kein Interesse mehr an diesem Klatschblatt. So, Telefon. Benutzen wir mal das Telefon. Mir fällt gerade niemand ein, der ein Ärgergespräch annehmen würde. Nicht mal deine Mama? Stein. Der Künstler hat hier anscheinend einen Stein eingearbeitet. Okay. Nimm mal den Stein. Keine Chance, der steckt fest. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wandmalerei. Oh, eine kreative Wandmalerei. Bizarr. Sie zeigt eine Nacho-essende Chilischote. Oder es ist ein Tequila-Wurm mit Essbrechsucht. Mit Essbrechsucht, genau. Bulimie, ne? Ich kann es nicht mit bloßen Händen aus der Wand reißen. Mit bloßen Händen nicht, aber vielleicht mit einem Werkzeug. Na, mal gucken. Sitzgruppe. Braunes Lederimitat. Es enthält bestimmt gesundheitsgefährdende Weichmacher. Ja, ich würde sagen, mitnehmen. Ich habe einen Klappstuhl daheim. Selbst darauf sitzt man komfortabler. Oh, echt?
benutzen? Ich habe einen Klappstuhl daheim. Na gut. Geh zu Flugzeug? Nein, schau an Flugzeug. Das könnte in der Tat die Maschine sein, die mich hergebracht hat. Pflanze. Oh, eine Aloe Vera. Es könnte aber auch eine Ipecacuana sein. Aha. Sieht aus wie eine Aloe Vera, würde ich auch sagen. Ich habe nämlich auch eine zu Hause. Nimm Pflanze. Ein stacheliges Gewächs. Das heißt nein. Komm, so stachelig ist die nicht. Dann zieh sie doch mal. Ich kann es nicht verschieben. Sie ist zu schwer. Hier kannst du diese Sitzgruppe nehmen. Braunes Lederimitat. Es enthält bestimmt gesundheitsgefährdende Weich. Ich habe einen Klappstuhl daheim. Okay, Anzeigetafel, gucken. Die Start- und Landezeiten der Flugzeuge, geordnet nach Regionen. Mülleimer. Gähnende Leere. Ich trage zwar viel Müll mit mir herum, aber das brauche ich alles noch. Okay, benutze Anzeigetafel. Es sind noch diverse Maschinen buchbar. Tickets bekommt man am Ticketautomaten. Vorausgesetzt, man hat noch genug Kapital auf der Cashcard. Stimmt, da muss man aufpassen. Na gut, gehen wir mal. Ich hätte noch ein paar Sachen vielleicht ausprobieren können mit dem Stein. Den vielleicht aus der Wand rauszureißen. So, da wären wir also. Ägypten, das Land der Pharaonen und Pyramiden. Die Heimat der Sphinx und der schönen Kleopatra. Hoppla, falscher Text. Ich meinte natürlich Mexiko, das Land der Maya und Azteken. Hier lebte ein Volk blutrünstiger, aber doch hochentwickelter Krieger. Ich kann die Mystik, die von diesem geheimnisvollen Ort ausgeht, förmlich spüren. Dort oben auf der Pyramide sind gerade ein paar Priester dabei, ihrem Gott einige Opfer darzureichen. Links unten ist eine Gruppe Krieger, die sich mit gerstensaftem Mut für das nächste Gefecht antrinkt. Was hat es wohl mit dem Verschwinden der Forscher auf sich? Hat es vielleicht etwas mit meiner Reise im Lagerraum dieses Flugzeugs zu tun? Es wird sicher keine leichte Aufgabe, doch ich muss versuchen, diese Forscher zu finden. Irgendwo müssen sie ja stecken. Es sei denn, sie sind wirklich verschleppt worden. Er redet? Aber auch dann haben die Kidnapper sicherlich Spuren hinterlassen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt erstmal alles untersuchen. Ich will mal kurz einen Blick ins Tagebuch werfen. So, ich bin in Mexiko angekommen. Wie sehr habe ich dieses Land vermisst. Guacamole, Sombreros, Tequila. Nicht zu vergessen, die mystischen, gewaltigen Indianerpyramiden, die man über das ganze Land verstreut findet. Es muss fast 20 Jahre her sein, seit meinem letzten Besuch. Ich sollte mich auf die Suche nach den verschwundenen Archäologen machen. Notiz: Reporter rettet Wissenschaftler in letzter Sekunde, merken. Muss ich irgendwie die Stewardess... Ich werde es ihr heimzahlen, so viel steht fest. Ich werde ihr einen Schreck einjagen, den sie ihren Lebtag nicht vergessen wird. Das haben wir, glaube ich, hingekriegt. Und der zweite Schreck kommt, wenn sie das Klo betritt. Hat sie selber Schuld. Excavation Number 5877. Diese Nummer, was zu bedeuten hat, 5877. Nummern sind ja immer so eine Anspielung in LucasArts Games gewesen, wobei dies ja kein LucasArts Game ist, das ist ja ein Fanprojekt, aber 5877, okay. Statue. Gucken. Oh, ein unbezahlbares Kulturgut. Ja, nimm mit. Ein weiterer Kunstschatz, der in meinem Keller verschwindet? Nein, ich habe schon einen als Schlüsselanhänger. Ich bete aus Prinzip keine unbekannten Statuen an. Und diese Statue? Oh, ein ein weiterer Kunstschatz. Na gut, nichts Neues hier. Geh zur Pyramide. Eine stolze Pyramide, erbaut zu Ehren einer großen Gottheit. Ein erstaunliches Bauwerk. Ja, nimm sie zu mit. Zu groß. Aber vielleicht gibt es kleine Nachbildungen als Souvenir. Ja, vielleicht. Oh, die ganzen Treppen. Die hätten noch einen Aufzug dazu erfinden sollen. Ich sollte sie mir dennoch mal aus der Nähe anschauen. Okay, dann, geh zur Kuppel. Far away.
Wie sieht es aus? Hat unser unter Beobachtung stehendes Invidium den Köder geschluckt? Alles läuft nach Plan, mein King. Anscheinend hat er die Spur aufgenommen. Das hört man gerne. Dennoch bin ich besorgt. Ihr erinnert euch noch an die Archäologen, die wir verschwinden ließen? Welche der unzähligen Archäologen, die wir verschwinden ließen, meinen Sie, Lieutenant? Boss, er meint die, die das Artefakt der Scholaria gefunden haben. Diese Maschine. Richtig. Dieses verrostete, nutzlose Ding? Ding. Und weiter? Wir sollten schleunigst etwas unternehmen. Sollte McCracken die Archäologen finden, ist das ganze Projekt gefährdet. Mit ihrer Hilfe könnte er uns auf die Schliche kommen. Sie haben recht, Lieutenant. Befindet sich die Drohne immer noch in der Grotte? Jawohl, mein King. Die Hitze setzt ihr zu. Sie hat sich in den Schatten zurückgezogen. Ich bin für Einleiten der grünen Phase. Einverstanden, Boss? Gut, sie soll sich bereithalten. Sobald er sie entdeckt oder ihr zu nahe kommt, soll sie zuschlagen. Behaltet ihn im Auge. Ihr wisst warum. Rock'n'Roll, Mr. McCracken! Rock'n'Roll? Genau. Also hier ist irgendwo eine Drohne versteckt, die mir ans Leder soll. Rock'n'Roll, Mr. King! Rock'n'Roll, Mr. King. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier nicht allzu viel. Geh zu Pflanzen. Dann gucken wir uns mal die Pflanzen an. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Zu interessant sind die wirklich nicht. Es sei denn, man entdeckt dahinter einen Geheimraum. Haha, okay. Na gut, machen können wir nichts mit den Pflanzen außer angucken. Vielleicht können wir sie mit einer stark leuchtenden Decke... Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss, um meine Kuh zu melken? Die platzt sonst noch. Ach so, oh. Dann sollten wir es beeilen, Zack. Geh zu Sarkophag. Na gut, okay, das war scheinbar keine gute Idee. Nein, ich wollte ja nicht gehen. Nachttopf, komm, Pflanze. Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Ja, schlechte Idee, ich weiß. Aber vielleicht mit Feuer, komm. Keine Chance. Keine Chance. Ich sehe. Vielleicht mit dem Buttermesser. Das sollte ich lieber sein lassen. Ja, okay. Was haben wir hier noch gehabt? Geh zu verblichene Zeichen. Oh, was ist das? Das kommt mir bekannt vor. Das sieht aus wie eine dieser Zeichnungen der Scholaria. Es ist zwar schon etwas her, doch damals musste man auf diesem Stein eine spezielle Zeichnung malen. Erst die richtige Zeichnung öffnete dann eine geheimnisvolle Pforte zu einem dahinterliegenden Geheimraum. Ob das auch hier funktioniert? Okay, wir haben doch hier gelber Buntstift. Gelber Buntstift, verblichene Zeichnung. Ah. Ja, das Problem ist jetzt nur, was sollen wir zeichnen? Was ist die richtige Zeichnung? Wir haben ja bisher noch keine einzige gesehen. Ich zeichne mal hier einfach mal, ne, sowas. Knopf. Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Okay, also das Ankh ist es nicht. Na dann nicht. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt ein Zeichen irgendwie suchen. Also was heißt suchen? Wir müssen ein Zeichen finden irgendwo und dann hier ausprobieren und dann werden wir wohl einen Geheimraum öffnen. Okay. Geh zur Statue. Guck dir mal die Statue an. Ist dann wirklich das Abbild eines großen Aztekenherrschers. Ja. Und sonst nix? Sonst nix. Sarkophag. Öffne Ziel, guck an. Ob hier ein großer Pharao bestattet wurde? Wer weiß, öffne doch das mal. Das ist massiver Granit. Den bekomme ich nie und nimmer bewegt, geschweige denn geöffnet. Okay, also... Macht sie keinen Sinn, ne? Das ist massiver Granit. Den bekomme ich nie und nimmer bewegt. Geschweige denn geöffnet. Kann man hier irgendwie... Keine Ahnung. Das sollte ich lieber...
Das sollten lieber die machen, die sich damit auskennen. Ja. Vielleicht Vaseline? Komm. Das soll ein Scherz sein, oder? Nein, nein, du sollst das ein bisschen einrubbeln. Das klappt doch nicht. Und dann flutscht das runter. Na gut. Gehen wir hinunter. So, hier hatten wir, gehe zu LKW, der bringt mich zum Flughafen, wollte ich sagen, aber hier, gehe zum Flughafen. Ich weiß nicht, ob das wieder Tod bedeuten würde, wenn wir anfangen würden zu gehen. Können wir ja ausprobieren, aber ich würde sagen, das ist dann etwas für die nächste Folge. Hier machen wir erstmal jetzt eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage, bis bald.